Hallo zu einem neuen Family Vlog. Wir sind hier am Ostereier machen, vorbereiten. Wir haben Ostersamstag und das müssen wir unbedingt noch erledigen. Wir haben hier so ein Färbeset gekauft mit Reis. Haben wir so noch nicht gemacht. Mal gucken, wie es wird. Nur eine. Das war ein Stück. Fenster. Das ist hier groß. Ich mache ein Ei. Okay, der macht ein Ei. Wir sind gerade noch am Basteln. Hier mit so einem Knetset. Das haben wir schon. Zombiehase. Schön geworden. Auch schön geworden. Ich brauche auch meine Feder. Wir sind gerade mal auf Pflanzensuche. Wir wollen noch ein paar Pflanzen kaufen. Wir hätten gerne was Großes hinter der Couch. Irgendwie vielleicht sowas in der Art. Oha, ich hatte eine gestochen. Klein, aber aua. So, wieder zu Hause. Wir haben jetzt Wir haben jetzt 100 Euro für Pflanzen liegen lassen. Wir wollten einmal eine Pflanze hinter der Couch. Hier muss ich sagen, die sieht jetzt ein bisschen mager aus, aber die steht auch noch ganz unten. Also die hat auch noch keinen Topf. Da gucken wir mal, dass wir so einen Topf noch holen, wo man die Pflanze reinstellt, die dann aber höher drin steht. Also wo dann quasi in dem Topf so ein Hocker drin ist. Also falls ihr versteht, was ich meine. Für die Treppe durfte einmal diese wunderschöne Pflanze mit. Die finde ich echt toll. Die hätte ich mir jetzt auch gut in groß vorstellen können hinter der Couch. Aber sowas gab es jetzt gerade nicht und mein Schatz war ungeduldig deswegen. Aber hier, die finde ich echt mega schön. Fürs Gästebad haben wir einmal diesen Topf hier mitgenommen. Den finde ich richtig schön. Und für die Küche einmal diese hier. Und die Mädels haben sich jeweils noch dieses Blümchen hier ausgesucht. Hier haben wir auch noch das aufgebaute Vierer-Kallax. Das habt ihr im letzten Video ja gar nicht mehr gesehen. Und ich finde, das passt echt super hier rein und war auch für den Storblatz echt noch nötig. Was macht ihr denn da? Wir schneiden Äpfel. Ich habe eine große. Wir bereiten nämlich gerade so Törtchen vor. Die bringen wir morgens Ostern unseren Mamas. Da backen jetzt auch noch Karottenmuffins und Vanillemuffins mit Schokostückchen. Wir spielen gerade Osterhase. Die große ist noch wach, deswegen muss ich flüstern. Und noch Wasser den Bus. Du hast sogar auch eins bekommen. Hui, es geht ja schnell hier. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Da müssen noch Batterien. Wollte ich! Paket von der Uroma. Was gehört uns? Eier. Kennen wir, komm! Stala! Ha! Stala, komm! Stala, komm! Wir sind jetzt noch ein bisschen im Garten, die Mädels auf dem Trampolin. Und das Trampolin wollte ich euch mal noch vorstellen. Das ist von Ampel24. Ich setze euch dazu den Link gerne in die Infobox. Da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr auch gerade ein Trampolin sucht. Wir haben das jetzt allerdings schon ein Jahr und sind sehr, sehr zufrieden. Also das hat jetzt auch überwintert und das ist alles noch super top in Ordnung. Wir haben jetzt hier einen Durchmesser von 3,66 Meter, was richtig super ist. Also die Mädels haben super, super viel Platz zum Springen und Toben. Machen das natürlich auch super gerne. Wir haben für den Aufbau etwa 2 Stunden gebraucht zu zweit. Das ging auch total einfach. Wir haben vorher sowas noch nie gemacht, aber es ging total gut. Wir haben jetzt schon mal einmal den Durchmesser. Und jetzt sind wir gerade an den Standfüßen dran. Jetzt kommt der nächste Schritt.
Sicherheitsnetz. So, mein Schatz macht jetzt noch die Stange richtig fest. Und ich bin gerade dabei, das Sicherheitsnetz hier noch festzumachen. Gerade zu den vergangenen Corona-Zeiten waren wir sehr, sehr dankbar, das Trampolin im Garten stehen zu haben. Also für die Kinder ist das einfach wirklich ein Traum und für uns natürlich auch. Schaut mal, was ich von meinem Bruder bekommen habe. Eine weiße Orchidee. Passt ja gerade perfekt. Wir haben gewichtelt unter uns Geschwistern. Von meiner Freundin und ihrem Mann haben wir einmal eine Uhr geschenkt bekommen. Die bringen wir jetzt im Wohnzimmer an. So sieht die Uhr jetzt fertig aus. Richtig toll. Also so langsam fügt sich das Puzzle hier zusammen. So ist nice. Ist nicht schlimm. Das sieht gut aus. Jetzt muss der Quark dazu. Wir machen gerade Quarkhasen. Die habe ich in der Reha gemacht und das Rezept mitbekommen. Richtig cool. Schaut mal, so sehen sie jetzt fertig aus. Hier haben wir schon fürs Grillen vorbereitet. Spargel, Brot und Halloumi. Und im Ofen haben wir Kartoffeln und Hähnchen. Der Tisch ist auch schon gedeckt. So, die Osterdeko kommt jetzt schon wieder in den Keller. Und dann schaue ich gerade mal noch nach Bildern. Wir haben auf jeden Fall noch welche aus der Schwangerschaft, die wir gerne aufhängen würden. Und es ist auch noch auf jeden Fall ein größeres, also so eine Leinwand aus Paris da. Ich würde nämlich gerne im Durchgangszimmer, also in dem Treppenzimmer unten, an der Wand so eine Urlaubswand machen. Ja, wir haben da schon so ein paar kleine Leinwände. Mal gucken, ob uns das dann gefällt und wie wir es machen. Aber ich möchte es auf jeden Fall mal hochholen. Und jetzt mal schauen, ob ich das hier finde. Ne? Ihr kennt ja unser Kellerchaos. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Keller ist, glaube ich, immer Chaos, oder? Oder habt ihr da so richtig Ordnung? Also wir haben ja hier teilweise schon das Ganze geordnet, aber es ist trotzdem chaotisch. Was man nicht alles findet, das hatten wir damals in Kellenhusen gekauft. Da waren wir im Urlaub, ich glaube vor 3 Jahren schon. Genau, im Mai vor 3 Jahren müsste es gewesen sein. Ja, da haben wir das mitgenommen, falls wir irgendwann mal umziehen als Deko fürs Bad. Mal schauen, ich weiß jetzt nicht, ob es oben ganz so gut reinpasst, aber eigentlich schon, ich muss mal gucken. Im Moment sieht es hier noch so aus, also wirklich was an Deko haben wir noch nicht. Die Teppiche kennt ihr ja schon. Da habe ich ja diese Gräser stehen, aber die würde ich vielleicht austauschen in was Brauneres. Und dann finde ich, passt das eigentlich ganz gut rein, weil wir jetzt auch so einen maritimen Toilettenpapierroller haben. Fehlt aber auch noch eine Halterung dafür. Über der Badewanne wäre dann vielleicht so ein Strandbild ganz schön. Mal schauen. Ich habe es jetzt mal so gemacht. Finde es eigentlich auch ganz schön. Mal schauen, was der Mann noch dazu sagt. Die Ecke ist einfach nur provisorisch. Da stelle ich mir eine schmalere Vase vor. Vielleicht mit den Gräsern so ein bisschen gemischt mit Hafer. Das wäre, glaube ich, ganz schön. Aber hier haben wir einmal den Beweis, dass man nicht an Trockenblumen sparen sollte. Also das hier sieht aus wie Würmchen. Da habe ich jetzt 11 Euro für die gezahlt, was halt wirklich auch sehr günstig ist für Trockenblumen. Und im Vergleich zu dem hier, ja. Dann muss ich mal schauen, wo ich die jetzt wieder hinstelle. Die hatte ich ja vorher im Schlafzimmer. Ich glaube, die würden auch ganz gut da wieder in die Ecke reinpassen. Schwupps. Vorher war es noch hell, jetzt ist es schon dunkel. Wir waren mit den Gardinen beschäftigt, habt ihr ja gesehen. Und uns fehlen auch noch welche. Wir haben irgendwie total falsch berechnet. Aber es war auch, da war ich in der Reha und dann war es ein Hin und Her mit Fotos, welche wir nehmen sollen. Und ja genau, von der Breite her wussten wir halt nicht, da dachten wir eigentlich eine reicht, aber jetzt doch nicht. Und jetzt brauchen wir nochmal im Ankleidezimmer welche, in der Küche und hier im Treppenzimmer unten. Aber der Rest ist dran. Und hier, da könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Bei der Terrassentür, die ist ja riesig. Ich finde aber, die hat halt einfach ihren besonderen Charme. Und wenn man die mit einer Gardine bedeckt, dann ist der halt weg. Aber mein Schatz möchte gerne eine Gardine, weil
Das spiegelt halt immer im Fernseher. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Wir haben gestern bis ganz spät noch rumgewerkelt. Schaut mal, Plissés haben wir jetzt auch in der Küche. Richtig cool, sieht alles schon gleich wieder ganz anders aus. An der Stelle möchte ich mich jetzt aber verabschieden. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns ganz bald schon wieder. Tschüss!